Andrea Nahles versucht, den Blick nach vorne zu richten, aber der empörten Reaktionen von Seiten der Opposition auf die Causa Maaßen gibt es sehr, sehr viele. Schlag ins Gesicht aller Demokraten nennt das Sarah Wagenknecht von den Linken oder ein nicht zu überbietender Zynismus und Dilettantismus, sagt die Grüne Irene Michalek. Stellvertretend hier lassen wir Sie hören den Vizefraktionsvorsitzenden der FDP, Stefan Thome. Wir erleben in diesen Tagen in der Causa Maaßen ein Krisenmanagement der Bundesregierung, wie es sich auch der Stabschef des Weißen Hauses nicht besser hätte ausdenken können. Ein chaotisches Krisenmanagement. Die SPD verlangt die Entlassung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Innenminister entscheidet sich, ihn sogar noch zu befördern, ihm einen Staatssekretärsposten im Innenministerium zu geben. Dafür einen anderen SPD-Staatssekretär zu entlassen, der für das ebenfalls wichtige Thema Bauen und Wohnen zuständig wäre. Die Kanzlerin schaut diesem Treiben zu, lässt den Innenminister gewähren. Die SPD wird im Nasenring an der Manege, durch die Manege gezogen. Wie weit muss es eigentlich noch kommen, fragt man sich, bis diese Regierung zum Arbeiten kommt. Die wichtigen Zukunftsprobleme des Landes angeht, statt immer nur mit sich selbst beschäftigt zu sein und sich mit ihren eigenen Krisen zu beschäftigen. Man wird sehen, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Es ist noch kein neuer Präsident für das Bundesamt für Verfassungsschutz benannt. Im Augenblick gibt es ein Aufbegehren innerhalb der SPD, das verständlich ist. Die bayerische SPD verlangt, dass die SPD-Minister im Bundeskabinett dieser Personalie ihre Zustimmung verweigern. Das wäre auch zu empfehlen, denn es ist den Menschen auf der Straße nicht zu vermitteln, dass jemand durch seine Fehltritte sogar noch seine Karriere befördert. Deswegen wäre der SPD anzuraten, dieser Personalentscheidung ihre Zustimmung zu versagen.